Ja, ich stehe am Lagerfeuer, ne? Mach meine Bären und was passiert dann? Da kommen gleich wieder vier so Chaoten. Naja, die wollen was von uns. Das heißt, ich muss das Logo schnell spielen und dann gehen wir los. So, da kommen sie. Okay, irgendwelche Viecher. So, haben wir sie schon alle? Sieht wohl so aus, ne? Alle Gegner zurückgeschlagen. Wunderbar. Okay, wir sind schon eine starke Truppe, ne? Aber ja, man weiß ja, wie es so aussieht, ne? So, das heißt, hier konnten wir jetzt nicht weiter braten, ne? Oder geht das gerade schnell? Ach so, ja. Jetzt habe ich 7 Stück genommen, ne? Ja, komm, ich mache die 3 noch fertig. Dann haben wir das auch durch. Dann kann ich das den Viechern geben, damit die was zu essen haben. Weil das Gebratene ist ja, wie gesagt, besser, ne? So, dann da in den Troch. Aber die haben schon reichlich, sehe ich gerade. Okay, die Eier sind aber meine, die esse ich dann immer. Da könnte ich dir welche braten. Ich habe aber 13, das ist erstmal gut. Wir können gerade noch was in der Kiste wegräumen, wollte ich eigentlich gemacht haben, aber dann kamen ja die Deppen da, die wieder einen auf die Mütze haben mussten. Naja, das heißt, wir müssen jetzt gerade hier so ein bisschen aufräumen. Das da auch noch rein, Steine da noch rein. Was haben wir noch hier? Ein bisschen Fasern. Ist das Leder? Leder kann da auch rüber. Aber wir haben wieder eine kleine Prahlseele, okay. Die Schlüssel, da haben wir jetzt schon 4 für die Kisten. Hier ist noch reichlich Holz, das kann da auch rüber. Dann passt das erstmal. Ich glaube, wir können hier wahrscheinlich wieder, sag schon, was heile machen. Genau so ist es. So, reparieren. Und hier fehlt uns bestimmt wieder ein Stoff. Genau so ist es. Dann gehen wir hier mal an den Stoff ran. Das soll mal produziert werden. Ich mache es aber nicht. Das können die machen. Und was wollte ich noch machen? Wir haben alles rausgeräumt. Wir haben die Hütte größer gemacht. Betten konnten wir noch nicht machen. Vielleicht können wir jetzt ein paar Betten noch machen. Lass uns gerade noch ins Baumenü gehen. Geht da noch was? Stehe ich jetzt nur schlecht? Nein, ich stehe schlecht. Also der geht da nicht mehr zwischen, ne? Ach, das ist doof. Ich möchte den gerne so nah da dran machen, damit ich mehrere bauen kann, weil es geht wieder nur 3 Stück wahrscheinlich. Ja, dann kann ich es auch schief setzen, dann ist auch egal. Okay, das heißt, da sind wieder ein paar Pals mehr dann da drinnen. Das hat schon geklappt. Mal gucken, was wir verbessern können. Achso, den Zerkleinerer wollten wir bauen. Das war eigentlich unsere Hauptaufgabe. Ich hoffe, das geht jetzt noch. Hier liegt ja das drinnen. Oh, jetzt fehlen uns 6 Holz. Den haben wir gerade wahrscheinlich da drinnen verbaut. Super. Das heißt, wir müssen schnell Holz holen. So, Holz haben wir geholt. Jetzt können wir hier bauen. Den zerkleinerer. Dann wollen wir mal gucken, ne? Wofür der gut ist. Da kommen schon welche zum Bauen. Ja, sehr gut. Dann haut mal rein. Was können wir denn noch bauen? Haben wir alles? Haben wir alles? Haben wir? Bärengarten, einer reicht. Ja, ich glaube, den Rest haben wir alles. Gut, ich habe keine Ahnung, wofür der Zerkleinerer gut ist. Rezept wählen, da können wir mal unsere Eier drinne kochen. Das machen ja auch welche anderen und die nehmen uns nichts weg. Nein, wir dürfen nicht Escape drücken. Okay, das ist sofort fertig. Dann wollen wir mal gucken, was wir damit machen können. Keine Gegenstände, Warteschlange. Ah, das kann man zerkleinern dann, okay. Aus Holz gewonnene Fasern werden unter anderem als Material zur Herstellung von Bögen verwendet. Was verstehe ich jetzt nicht.
Kristallisierte Energie des Weltenbaums kann zur Herstellung von übernatürlichen Gegenständen und Bauten verwendet werden. Aber wenn ich das jetzt hier drinne verkleinere, wird da Holz dann raus oder was? Oder kriege ich Fasern? Ich weiß es nicht. Das macht auch der da, okay. Ah, Balboxarbeitern, das ist wichtig. Wir brauchen nämlich mehr Arbeitskräfte, das habe ich schon gemerkt, dass das hier wichtig ist. Ah, das war falsch, V und nicht F. So, Anzahl der Arbeits im Lager, 7 sind das dann. Bauer heiße Quelle, Bauer primitiver Hochofen, Bauer Bärengarten. 2 Stück müssen wir bauen, okay. Ja, das bedeutet Technik. Steinspeer, Alarmglocke, hölzerner Bund, Feuerpfeil, Feuerbogen. Foxbackgeschirr, hölzerner Bär, wo waren das? Giftbogen, Gift. Hier, heiße Quelle. Hätten wir sogar so viel. Ja, wollen wir bauen. Und der Rest können wir noch nicht bauen. Wahrscheinlich liegt es daran, dass wir hier von hier oben runter bauen müssen. Das ist jetzt noch nicht frei geworden dadurch. Das immer noch nicht. Steinspeer. Das ist immer noch nicht frei geworden. Und jetzt reichen meine Punkte, glaube ich, nicht mehr, oder? Shit. Und wir können dann Gegenstand halt, ne? Wahrscheinlich muss ich das machen, damit ich den fertig kriege. Aber ich habe jetzt den heißen Trog. Da brauche ich Holz, Palladiumstücke und Palsaft. Okay, Palsaft 10 Stück und ich habe aber nur 2, okay? Habt ihr genug zu essen hier? Nicht, dass ihr mir hier wegsterbt, naja. Okay, das reicht noch. Ich nehme mal die Eier wieder raus, weil die esse ich. Und das, die Beeren können wir da auch rausnehmen. Die brauchen die auch nicht. Die können die gebratenen Beeren kriegen, die haben mehr Power. Ah, okay, da sollte noch einer was dran tun. Warte, dann können wir hier noch was machen. Ja, können wir. Aber müssen erst den Stoff noch haben. So, repariert ist. Dann gucken wir hier nochmal schnell rein. Also die Seele wollen wir auch noch haben, ne? Der nimmt es aber genau mit drauflegen, ne? Also den Stoff kann ich ja nicht Escape drücken. Ach so, das ist mein Helfer-Helfer. Den sollte ich vielleicht mal unterwegs auch rausnehmen, dann greift er mit an, ne? Da habe ich auch schon mal drüber nachgedacht. Okay, das kommt da noch hin. Der Rest wird auch noch da reingelegt. Ich weiß nicht, ob die es nachher hier rausessen. Okay, da läuft eine Zeit runter. Weil es dann schlecht ist, oder was? Wäre schön, wenn hier einer was tun würde, ne? Nimm mal den Helfershelfer mit hier, denn. Achso, wir müssen noch hier ein Pal zuordnen. So, jetzt haben wir das hier alles frei. Was macht der, wenn ich den da rein tue? Der sammelt, ne? Freischussfeuer, Fluxflammenwerfer. Ich bräuchte eigentlich, wo sehe ich denn, was die machen? Hier gar nicht, doch der gießt. Ah, hier in dieser Zeile, wenn man das, da sieht man, was die machen können. Der macht halt Feuer, ne? Wer fällt denn Bäume? Ist hier irgendwo eine Axt zu sehen? Nee, ne? Der sammelt. Irgendwie habe ich keinen, der eine Axt macht. Der hier? Freizeit, sammelt. Der trägt. Der trägt und der gießt und macht irgendwas mit den Blumen da rechts. Die. Ich weiß nicht, wofür das letzte Zeichen ist. Das heißt, mal einmal hier raus. T. Paldex. Farmarbeit ist das okay? Transport. Ich bräuchte einen, der aber axtmäßig Holz fällen. Ich brauche einen Holzfäller. Der fehlt mir noch. Transport und Farmarbeit und Handwerk. Ich
suche mal einen mit einem hohen Level raus und der kommt, der hat das Recht, da reinzukommen. Der kommt da rein. So. Dann haben wir das. Ich hoffe, die tragen auch mal ein paar Sachen hier hin und her. Der eine trägt ja jetzt einen Stein tatsächlich. Er hat wieder mal Hunger. Ach so, wir wollen hier noch einen ableveln. Ah, die Fasern sind jetzt hier fertig. Ich glaube, aus Holz sind Fasern gemacht worden. Kann das sein? Weil ich habe jetzt die Fasern erhalten. Ne? Genau, das heißt, ich kann hier aus Stein auch dann wohl Stein benötigt, 5 Stück und kann einen daraus machen. Kann das sein? Wir werden sehen. Es sieht auf jeden Fall so aus. Nein, nicht Escape drücken. Da haben wir jetzt noch eine Seele. Ich habe 2 Stück und kann da was Fanggeschick erhöhen. Okay. Ja. Du hast nicht genügend Material. Doch, hier ist... Achso, ich brauche 4 Stück dafür. Hammer. Und V. Habe ich einen. Hier ist ein 9er. Da brauche ich aber schon 2 dafür, um den seinen Angriff zu verbessern. Arbeitstempo wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Sind die dann alle? Nein, er hat das hier gerade nicht angenommen beim Umsetzen, oder was? Okay. Ich muss den erst abwählen. Aber der hat auch einen coolen Angriff, glaube ich, ne? Komm, ich erhöhe den mal. Ich hätte den Fox machen müssen eigentlich. Jetzt ist es zu spät. Gut. So, das heißt, ich brauche jetzt unbedingt einen. Aber das kann ich ja nochmal im PAL-Index gucken, ob ich hier, aber das war keiner dabei, der es kann, ne? Ah, den habe ich schon gesehen, aber noch nicht. Aber wo ist der dann? Der könnte der Holzfäller werden, bestimmt, oder? Liftmunk. Ist kein Holzfäller dabei. Der macht Aussaat. Der macht gar nichts. Also doof rumsitzen. Ja, den hätte ich vielleicht auch einfangen können vorhin, ne? Aber wahrscheinlich geht das nicht. So, schnelle Reise. So, jetzt sind wir hier und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir weiterkommen. Ja, wo ich dieses eine Vieh gesehen habe, weiß ich aber nicht, ne? Weiß nicht, ob man die Großen auch einfangen könnte. Was ist das da hinten? Ist das... Ja, da ist der, den ich brauche, glaube ich. Genau, den wollte ich haben. Ich habe keine Bögen mehr. Shit. Oh, keine Pfeile mehr, so war's. Ja, was machen die da beide? Level 35 ist schon was, ne? Vielleicht gehe ich da besser nicht hin. Oh, gut, dass ich gerade einen passenden Abstand hatte, oder? Ich glaube, die mögen sich nicht. Vielleicht kann ich die ja einfangen, die sind beide gleich kaputt. Sieht wohl nicht so aus. Wo sind jetzt die Murmel hingefallen? Kann ich das auch einsammeln? Pilze, das ist schon mal gut. Das ist bestimmt was Tolles.
Und die sind alle gestorben hier, ne? Ist das was Spezielles? Kleine Palseele, ja klar. Also der ist da oben tot, ne? Und leider auch der Chipmunk oder wie der auch immer hieß, ne? Doof, dass der da lang gelaufen ist. Beim letzten Spiel musste ich immer zum Einsammeln E drücken. Hier muss ich F drücken, ey. Das ist wieder so eine Umgewöhnung dann, ne? Bärensamen, okay. Du da? Bleib stehen. Ja, der Kleine tut den Dicken umdrehen, habt ihr gesehen? Ich hab Hunger, super. Jetzt Pfeil und Bogen, ne? Ist wieder doof gelaufen, ey. Kannst du knicken, brauche ich gar nicht versuchen. Was ist das da? Auch ein Toter oder lebt er noch? Ein Tefan. Okay, den haben wir auch. Rote Beeren können wir bestimmt gebrauchen, ne? Ah, aber ist schon wieder dunkel, so ein Shit. Ich glaube, ich laufe mal ganz schnell. Warte mal, das ist eine Sphäre, die nehmen wir mit. Ich glaube, ich muss mal gerade Fackel anmachen und nach Hause gehen, weil es wird dunkel. Ist hier irgendwo noch ein Punkt, wo ich mit fliegen kann? Ah, nee, ne? Wohl nicht. Shit. Da hinten muss ich hin. Kann ich hier abkürzen? Wahrscheinlich nicht, ne? Hm. Ich weiß nicht, ob ich dann tot bin, wenn ich da runterspringe. Wahrscheinlich. Gut, das heißt hier lang. Wenigstens habe ich den Elefanten. Hier noch richtig. Die kloppen sich da die Zähne, aber ich bin hier jetzt wahrscheinlich falsch gelaufen, kann das sein? Ah, shit, ist dunkel und ich weiß nicht, wo ich lang muss. Da. Oh Mann, ey. Ich bin auf jeden Fall hier falsch, oder? Da ist das Gerippe. Ich muss eigentlich auf die andere Seite des Gerippes. Da oben ist unser Zuhause. Oh Mann, ey. Ich glaube, ich muss noch weiter nach rechts. So ein Shit. Sind das für Viecher? Depresso. Komme ich denn da hin? Da ist eine Schlucht. Shit. Der greift mich einfach an. So. Viech da. Was war das? Ach so, dass er erst in der Kugel ist, ne? Okay, ich bin hungrig. Wir müssen was essen, ganz schnell. Heilen wir uns ja, ne? Wie bin ich denn hier hingekommen?
Ich wollte. Keine Ahnung, wo ich falsch abgebogen bin. Da ist wieder eine Kugel. Hier ist noch das Tal, ne? Da ist der Turm. So ein Shit. Hier sind Pilze. Da müsste ich eigentlich hier weiter rechts rum, oder? Die pennen auch. Da ist wieder das Wasser. Oh Mann, ey. Vielleicht sollte ich mal ein Bett bauen, dann weiß ich wenigstens, wenn es wieder hell ist, wo ich lang muss. Gibt's hier eine Map? Es gibt hier eine Map. Da müsste es eigentlich lang gehen, ne? Wie bin ich hier lang gelaufen? Kleines Dorf. Ja, komm, wenn da ein kleines Dorf ist, dann gehen wir mal weiter. Wofür es gut ist, weiß ich nicht, aber dann will ich es doch wissen. Okay, das ist das kleine Dorf. Forschungsmaniak. Okay, gibt es auf jeden Fall einen Reisepunkt, das ist schon mal gut. Kann man hochgehen. Hier was looten. Nee, schade. Muss ich springen? Oh. Keine Ahnung, die Technik. Aber wichtig ist, dass ich diesen Reisepunkt jetzt hier gefunden habe. Dann komme ich nämlich hier weg. Glück gehabt. Schnellreise und nach Hause, ey. Hier liegt alles rum, ne? Die Eier nehmen wir noch schnell. Produktion beginnen. Ah, nicht schon wieder Escape drücken, ey. So, was machen wir jetzt? Schlafen. Und ich denke, da machen wir erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.